Zweimal? Beide Male nicht gewonnen. Hoch, mal guck mal, was die Aufgaben sind. Was sind das gerade für ein Lärm gewesen? Und warum ruckelt das jetzt so? Robinson. Warum ruckelt das so? Also Jennifer Robinson ist es, wir brauchen sie. Ja, vorhin war es auch Linda Robinson, glaube ich. Ja, aber es ist der Mädchen, meine ich. So, EMS und Thermometer habe ich. Okay, dann nehme ich mir Salz. Ihr habt jetzt wirklich das Camp gewählt? Ja. Ja. Klar. Gehen wir doch mit einem Laien dahin. Der Laie kann das schon. Der weiß, was geht. Da räumen wir auf. Lass mal hier. Das erste Mal auf der Map, aber ihr habt Ahnung von dem Spiel. Ich laufe hier bloß hin und her und halte irgendwelche Geräte in der Luft. Herzlich willkommen zu Barnfinders. So. Such ihn. Am Grill keine Temperaturen. Da hinten ging gerade ein Zeltlicht an. Da wo du gerade zugehst, geradeaus das Zelt, da ging gerade erst das Licht an. Ball gefunden. Hier ist ein Motor. Holly, wir können Strom machen. Der ist für die Generatoren, damit du einen Aufgang aufkriegst. Ich habe noch keine Feststellung bis jetzt. Hier kam gerade bei, so rollt. Danke, Kim, für den Hinweis. Can you hear me? Hello. Ich finde ja eure Kopfkamera ist voll cool. Ah, für die Seite. Okay. Das Protokoll, ich suche auch nicht. See entdeckt. Hier hängt auch eine Kamera am Haus. Da ist Jasons Maske auch in dem See. Und in dem See oder an dem See? Ach da, seh sie. Warte mal, ich suche mal. Bis jetzt keine EMS, keine Gefriertemperaturen. Du musst jetzt hinten am Steg und runter gucken. Dann schubst du dich rein. War schon jemand in der Hütte? Ich bin gerade in der Hütte, ja. Was siehst du dann auf der Kamera, wenn du mit der Kamera guckst? Eventuell ein Geisterraum.
Also verstehe. Aber hier ist nichts scheinbar. Anscheinend nicht. Also würde ich sagen, Hütte clear. Man kann in die Zelte rein. Sind die geräumig? Bist du da? 3,8 gerade. Ich sehe da jemanden laufen. 4? Was? Geist oder meinst du Matze? Na, so ein Verrückter mit der Kamera. Können ja, Matze. Sein. Man kann ja wirklich in die Zelte. In die meisten, ja. Oh, hier ist eine Autozeitung. Ich bin mal kurz eine Weile weg. Nichts. Bin gerade auf dem Klo. Also den Slender habe ich leider noch nicht gefunden. Warum kommen wir eigentlich immer nachts immer zu den Einsätzen, anstatt nur tagsüber? Stiefel gefunden und ja, Schuhe. Aha. Ich aber nicht. Geister sind nachts aktive Menschen. Waren vielleicht mal aktive Menschen. Aktive Menschen, man kann doch übertreiben. Also meinst du Menschen, die tagsüber aktiv sind, werden keine Geister? Nein. Die werden. Du warst gerade abgehackt, ist irgendwas los? Wo ist denn der überhaupt? Hinten beim großen Zelt hinterm Lagerfeuer. Okay. Also direkt, wie auch immer das Verspenden gerade ist. Direkt hier. Okay. Ich habe überhaupt keinen Blick mehr, wo wir sind. So wie das aussieht, ist das Camp Crystal Lake. Ist der See so christlich? Alles klar. Ja. Weiß jemand, wie wir hier wieder rauskommen? Nicht, dass wir uns verlaufen. Einfach durch. Okay, Ausgang gefunden. Eine nicht saubere Zahnbürste gefunden. Das ist meine, Entschuldigung. Dachte ich mir. Schmeckte nach dir. Woher weißt du, wie er schmeckt? Dazu möchte ich keine Stellung nehmen. Lila Licht bei mir. Nein, Kim, du solltest da nichts wissen. Jungs, ich glaube, das ist das erste Mädchen, was nicht mit mir sprechen möchte. Stimmt jetzt nicht. Rolle Kuh, ich bin hier bei 3 Grad normal in dem Bereich, aber noch nicht tiefer. Du bist nur unter 3 Grad sein. Ach nee. Das war bloß als Hinweis gedacht. Sensor beim Zelt wieder aktiviert worden. Bist du im Auto, dass du das immer siehst, oder wo weißt du das? Nee,
habe es live gesehen. Beim Lagerfeuer bewegt sich. Ich habe vorhin schon gesagt, dass der geschossen hat. Ja, vorhin habe ich ihn hingeworfen, aber der bewegt sich immer noch. Der dreht sich auf der Stelle permanent. Verpackt. Vielleicht will er mit uns mitspielen, müssen wir mal fragen. Du, Jenny, möchtest aber langsam immer langweilig sein. Klopfgeräusche. Ich hatte gerade ganz komische Pfeil. Und Holle ist tot. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Holle ist tot. Ich hab's mir gerade schon gedacht, weil Holle in der Ecke links stand und nichts mehr gesagt hat. Ich kann dir auch ungefähr sagen, wo er liegt. Direkt am Zelt? Ich nehme wo er sagte, dass der Ball hier liegt. Er hat gesagt, Lagerfeuer liegt irgendwo, der Ball, der dreht sich. Da bin ich voll rein. Da bin ich voll reingerannt. Ich kann, guck mal. Der linke rote Sensor. Da ungefähr. Die sind noch beim. Ne, der linke, wir haben nur zwei rote Sensoren. Der untere von den beiden. Ja, der. Da war er gerade noch. Da liege ich auch noch. Jo, warte schon noch irgendwas mit den Items. Ja, mach das. Ich wollte gerade noch sagen, du kannst nicht aus, weil. Du bist ja wohl gekommen. Ich hab nur ganz viel durch den Puls gehört gerade und deswegen. Ach, hier geht's auch durch, okay. Da hat er mich aber schnell geholfen. Du willst dich daneben hocken? Warte. Yeah. Alter, ich bin keine Trophäe, Spacken. Hat's das noch im Discord, warte. Ich bin keine Trophäe. Für uns schon. Siehst du, Matze konnte das hören. Was für uns schon? Rolle meine gerade im Discord, ich bin keine Trophäe. Hey, nix Discord hier. Kriegst auch nicht drin. Das habe ich auch nur genutzt, um Matze zu ärgern, um das zu sagen. Mehr nicht. 2,2 Grad hier gewesen. Ich bin geistig, ich kann auch im Discord reden, ich kann sowas. Konnte ich nicht mit Sachen interagieren? Oh, Geist kommt. Na, fuck. Na, fuck. Ach, da. Da ist Matze. Jetzt hat's Matze. Jetzt hat's Matze erwischt. An einer ganz blöden Stelle. Hey, Rolle, wir können zusammen reden. Cool. Du bist ja auch dort. Ja? Braucht man Discord nicht. Deswegen hast du dich umgebracht. Warte, ich hole Helfer Matze. Dennis, ich hol ihn erstmal zu dir. Wenn ich weiß, wo Matze ist. Also die gute Nachricht ist, ihr könnt euch wahrscheinlich jetzt wieder hören. Ja, das ist richtig. Die bessere Können Nachricht wir. Ist, ich muss Matze nicht mehr hören. Der Pisser. Du musst mir nicht folgen, ne? Du kannst mir auch sagen, kannst so gucken, wo der Dennis oder so irgendwo. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja, das suche ich auch. Okay, gefunden. Siehst du eigentlich, dass hier die, dass die Wasserflasche fliegt, wenn ich rumlaufe, Matze? Alter, ruckelt das. Also er sieht das nicht rumfliegen. Sieht sie erst, wenn ich es hinstelle. Wo ist er hin?
Alter, wie das ruckelt. Bist du? Bist du wenigstens in der Nähe gestorben von Rolle? Ach, warte, lass liegen. Gib mal her. Wo ist er hin? Ach ja, was zu werfen, Mensch. Mensch, ich will dem sagen, wohin er soll. Der Depp. Ich schmeiß da jetzt alles hin, was er finden kann. Komm, Matze, wir machen hier so einen Haufen davor mit den Sachen. Gib mir ein Zeichen. Mach mal doch die ganze Zeit, du Depp. Er sucht doch auch deine Leiche, oder? Das sieht er nicht rumfliegen. Das kannst du vergessen. Alter, warum ruckelt das denn so? Ruckelt das bei dir auch? Hörst du mich, Matze? Matze hört mich nicht. Hauptsache, ihr habt Spaß, ey. Der kapiert's nicht. Noch ein paar Sachen. Weiß nicht, warum Matze nicht mehr mit mir redet. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Komme ich jetzt nicht raus? Ja. Warum kann ich nicht mit Dennis interagieren? Ah, hier ist das Geld. Ah, nee, Ge- der legt das Ding schon direkt vor die Tür. Matze, warum redest du nicht? Was ist los, Matze? Ich muss das kurz nutzen, Matze, aber hörst du mich noch? Ich höre dich nicht mehr. Ich schalte jetzt mal auf Discord. Alles okay bei dir? Ja, ich auch. Hallo. Ich höre dich nicht mehr. Ich dich aber. Ich höre dich ganz leise nur. Ganz, ganz leise. Ich höre dich überhaupt nicht mehr. Warte mal, ich gehe mal ein Stück näher zu dir. Hörst du mich? Nee. Nee, nur im Discord. Hä? Ohne Discord habe ich nichts gehört. Noch nichts mehr. Komisch. Ich höre nämlich beides. Sag mal, der Dennis will mich gar nicht finden. Wir scheißen drauf. Ja, das, ich probiere ihn ja den Weg zu zeigen, aber er kapiert es nicht. Frage ist eigentlich, ob er es will. Wo ist er denn schon wieder hin? Ich schmeiß den ganzen Alkohol hier hin. Dennis wird wissen, was gemeint ist. So schön, dass wir uns erstmal überall Sachen holen. Hier rollt ein Ball. Ja, der rollt die ganze Zeit schon. Ist auch wichtig von uns. Ja, der ist von vorne ist ja auch schon gerollt, deswegen. Aber ruckelt das bei dir jetzt auch so eigentlich? Bei mir ruckelt das total. Bei mir läuft das alles flüssig. So, wo ist Dennis jetzt? Alter, guck mal, wie viel ich jetzt schon rausgeschmissen habe. Ja, der muss das doch sehen, dass er dahinter latschen soll, um dich zu finden. Du bist halt an einer ganz beschissenen Stelle gestorben. Ja, ich dachte, ich kann mich noch verstecken. Vor allem schön mit dem Kopf in der Tischscheibe, das sieht so herrlich aus. Knall. Ich bin nicht wegen dem Geist gestorben, hab das Genick gebrochen. So sieht's aus. Ich probiere nochmal zu fangen. Irgendwie. Dennis muss das jetzt gerade alleine durchstellen. Tut mir auch voll leid. Dennis ist der Profi drin. Also er kann mir jetzt nicht erklären, dass das aussieht, als wäre das gewollt hier. Ja, eigentlich nicht. Chris, komm, ja, Campfire Freunde dabei, wir trinken da mal ein bisschen was ab, doch nicht so. Also ich meine, bitch, please, what?
Ich bleibe hier. Der muss doch langsam mal kommen. Ja, Messer kommt jetzt gerade wieder zu, Dennis kommt gerade wieder zu dir. Ist er jetzt bei dir schon angekommen? Nee, noch nicht. Du bist doch gerade hier lang gelaufen. Ball in der Hand. Hier ist ich. Ball hier in der Hand hier. Das bin ich. Ach ja, das bist du. Der ist da hinten hier. Ja. Och, Mann, Dennis. Ja. Dieser Spinner. Das nicht. Können wir hier die Lampe anmachen? Warte mal. Können wir die Lampe anmachen? So wie du aussiehst, versuchst du da eher ein Limbo zu tanzen. Warte, jetzt kommt Dennis mal hier in die Nähe. Oder. Also wir weg. Jetzt rennt der Typ wieder weg. Also ich wollte die Lampe anmachen, aber ich komme an die Lampe nicht ran, die hier oben hängt. Also ich kann die nicht aktivieren. Warte mal, hier, schmeiß mal mit raus, Rolle. Ich schmeiß es zu dir und du schmeißt es mal bitte raus. Ja, ich denke mal, den Haufen hat er schon gesehen. Der denkt, wir spielen hier bloß rum. Er kapiert nicht, dass er da reinlaufen soll. Mach einen Pfeil mit dem Haufen oder so. Ich wollte es ja mit dem Beil machen. Aber er ist wieder weggerannt. Nicht den guten Alkohol wegschütten, denn Rolle. Nee, ich probiere es ja einfach so wie so einen Fall zu machen. Genau das machen wir gerade, Kim. Wir probieren es als Linie irgendwie. Ich probiere es mal mit Rolle. Seine Methode, Dennis zu catchen. Den Ball irgendwie. Der denkt halt, wie los, wir wollen mit ihm spielen. Ja. Nee, verarscht. Also wir zocken ja sowieso. Wäre halt cool, wenn du als Geist halt auch diesen Geist dann sehen kannst, den du jagst. Der ist natürlich. Ist ja, nur wenn er sich sichtbar macht, kannst du den sehen können, denke ich. Warte, ich dachte, ich kann eins der. Der wie gesagt, der sieht's nicht, wenn du das hochhältst. Das sieht er da nicht. Nee, ich wollte ein Messer nehmen. Ich wollte es auf den Dennis werfen. Damit er weiß, ich bin's. Erstmal umbringen, ja? Klingt komisch, aber denk gut von nach. Nein, aber du Dennis. Da kommt er gerade. Mal gucken, was jetzt sieht. Ja, warte, es könnte klappen. Es kommt. Ja, na endlich. Hast du es gesehen? Er ist bei deiner Leiche, ja. Hat deine Leiche gefunden. Ist die Frage, ob er hier was sieht. Aber er läuft weiter rum. Okay, wahrscheinlich hat deine Matzenleiche ihm nichts gebracht. Ich mach mal Angst. Oh, ich höre dich hier wieder. Warum höre ich dich wieder hingehen? Ja, ich höre dich. Na gut, aber geh mal aus Discord raus. Ich bin schon raus. Nein, wer weiß, warum du mich jetzt hier hinkämpfen hast. Hä? Lol. Ich hab dich vorhin nicht gehört. Komisch. Wie können wir ihn unterstützen? Sehen wir irgendwas? Was ihnen hilft. Hey, wir sehen nichts. Als Geister sehen wir nichts. Als Geister sehen wir nichts. Warum sind wir dann noch hier? Mitgehangen, mitgefangen. Weil er uns rächen muss, wahrscheinlich. Wir suchen jetzt die nächsten Geisterjäger heim. Cause you are the one. Aber warum, wenn ich ein Geist bin, warum habe ich immer noch zwei Beine und muss rumlaufen? Warum kann ich nicht fliegen? So, jetzt sind wir wieder bei dir. Aua, guck dir mal dein Genick an. Er hat gerade drauf geleuchtet, ja, das sieht ja fürchterlich aus. Geh mal runter, ja. Der wird so Zentimeter von dir. Der hat dich voll mit dem Kopf auf den Tisch geknallt zum Sterben. Stirb. Also darf ich mal sagen, so ist das Spiel interessanter. Als Geister. Ja, auch wenn es nicht viel. Auch wenn es nicht viel bringt. Also, Dennis wird jetzt hier den Bereich komplett mit Kameras abscannen.
Dennis müsste mal was sagen, um die Zuschauer zu unterhalten. Der Gag ist ja, wir können dem Dennis ja gar nicht helfen. In keinster Weise. Ja, es tut uns doch leid, wenn wir beide tot sind. Aber auch irgendwie angenehm. Aua. Hey! Hat er gerade gesagt, dass wir unangenehm sind? Alter, das Stream nebenbei laufen, kann das sein? Das kann sein. Wir haben halt gar nichts, gell? Wir haben weder das eine noch das andere. Doch, warte, was haben wir? Wow, das Salzwandern. Die guten Nachrichten ist ja schon mal ein Hinweis. Hä? Und zwar? Jetzt hörst du uns. Weiß noch nicht, was er für einen Hinweis hat. Ich auch nicht. Oh, wir haben eine Kamera. Bewegungssensor oben im Norden. Also das Zelt ist die richtige Kante, die abgegriffen wird. Das hat er an der Stelle schon richtig gemacht. EMF. Sieht aus wie besoffen am Tisch eingepennt. Nee, das wird Dennis uns zum Schluss sagen müssen. Ist doch nicht so einfach, ey. Nee, ist nicht so einfach. Matze? Matze, bleib mal da stehen. Komm, warte mal, du. Fang. Ja, das hatte ich auch gerade vor, ne? Das Fang spielen, warte. Wo bist du? Ach, ich werf wahrscheinlich so. Gib mir ein Zeichen. Warte. Warte, bleib mal hier. Fang. Wie alt bist du? Ja, es leckt halt bei mir irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ach, das wie leckt. Warte, nicht so weit weg. Nee, ich guck mal, ich will den Dennis nicht verlieren. Die wollen ja ein bisschen Gameplay zeigen. Bist du hier? Wir können nicht viel Gameplay zeigen. Ja. Aber ein bisschen können wir doch einen Dennis beistellen. Warte, hier, bin hinter dir. Gut. Komm her. Wie alt bist du? Warte. Fang. Magst du mit mir reden? Durch die Beine. Schritten erzahlen, glaube ich. Ja, das Problem ist halt das Ruckeln. Fang. Du sagst, weißt, fang, da fliegt der Ball noch nicht mal. Du bist scheiße. Er redet von dir. Ja, das hast du auch gerade. So, Dennis macht das jetzt mal nicht so spannend. Also Salz, passiert eigentlich was, wenn wir jetzt durch Salz laufen? Nö. Das wäre jetzt interessant. Das ist ja total die Verarsche. Also hier liegt deine Kamera, dein Walkie-Talkie liegt alles noch hier in der Ecke. Aber wir können uns doch hier mal ins Feuer setzen, mit dem Geist zusammen ein bisschen plaudern, oder? Kolle, setz dich mal hier rüber, setz dich mal hier auf den Watch. Ich wollte jetzt ein bisschen Zweisamkeit genießen. Hier drüben in der Anderswelt. Alles gut. Ich guck mal kurz nach, wie der Geist hieß. Habt ihr eigentlich Spaß? Jennifer Robbins. Ja, danke der Frage. Jo. Jennifer Robbins hieß die Dame. Ich geh mal stark davon aus. Mhm. Genau, Jennifer Robbins, entdecken Sie, welche Art Geist? Lasse ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Wir sind gestorben, war das... Geist-Event? Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit dem EMF? Falls nein, kann sie uns sehr gerne mal erzählen. Was? Was kennen wir dich? Ich würde ihm jetzt ja gerne Hilfe geben, aber Matze am oder Matze nördliche Lichtschranke ist Aktivität da, wo Dennis genau jetzt drauf zuläuft. Hörst du mich? Wahrscheinlich nicht. Weil er wieder zu weit weg ist. Guten Tag. Was? Alles gut. Ja, ich dachte, ich könnte hier ein bisschen was sagen, wo du siehst, dass irgendwas passiert oder sowas. Damit wir wenigstens auf einer Seite was zeigen können. Was hat er denn jetzt gesagt? Moritz? Irgendwas mit Max und Moritz, die Story. Wo ist denn jetzt hier? Achso, da drüben schon. Selbst als Geist haben wir noch eine Ausdauer, das verstehe ich nicht. Naja. Und vor allem, die ist genauso niedrig wie alles davor auch. Wir sind die letzten Lurchis. Nur, ich bin Lurchi. Genau hier ist nämlich die Schranke und hier ist Aktivität bei ihm. Rolle? Ja.
nicht richtig gemacht. Was ist gestorben? Entschuldigung. Wieso bist du an deinem Jesus-Cosplay gestorben? Warum hast du den Arm nicht lang gemacht? Das wäre viel lustiger gewesen. Es ging halt nicht anders. Ich wurde beim Grillen überfallen. Jetzt habe ich mit Dennis wieder... Hey, Rolle! Setz euch ans Lagerfeuer, sind das Lagerfeuer. Da musst du es richtig machen, so. Bin ich schon. Warte, meinst du so? Ja, genau so. Es ist so kalt um diese Jahreszeit. Was? Am See. Die Toten müssen ihm zustimmen? Ja, wenn es das recht. Ja. Er gibt uns aber wohl noch keine Option zu sagen, so ja, nein, vielleicht. Ja, wir haben ja gar keine Möglichkeit, er ist gerade gestolpert. Also, Entschuldigung. Haben mir einen Fuß gestellt, also einen Toten. Ich bin ein kaltes Füßchen. Ich könnte auch einfach raten. Aber ich glaube, es wäre irgendwelche. Ey, hier sind Fußspuren im Stern. Hier sind Fußspuren drin im Sensor. Ich hol ihn ja, mal. Ich probiere mal, dass er herkommt. Ich weiß nicht, hat er das schon gesehen? Läuft die ganze Zeit schon Bewegungssensor? Ja, als Zeichen, dass er herkommen soll. Mhm. Lauf ja. Doch mal durch am besten für hier. Also jetzt direkt. Perfekt. Ich hasse euch, ich hab's schon mal erwähnt. Ich weiß nur nicht, wenn ich mehr hasse. Wir wollen dich doch herholen, wir wollen dir doch helfen. Das ist ja schlimm, wir wollen ihm helfen. Und er denkt, wir sind scheiße. Aber das war wenigstens eine Frage, die wir beantworten konnten. Es ging einfach nur darum, dass er hier mal herkommt. Im Buch steht noch nichts, aber er sagt auch nichts, er redet doch nicht mit dem Geist, oder? Bringen ihm die Fußspuren was? Ich glaube, ich werde langsam anfangen müssen, Sachen auszuschließen. Sonst komme ich wahrscheinlich nicht. Hier fliegt der Ball, hier fliegt der Ball, wo ist der Bewegungssensor? Warum ist der weg? Das ist aber nur eine Vermutung meinerseits. Da war doch noch ein Bewegungssensor an der Stelle. Das ist wieder ein Ball vom Geist. Guck mal. Warte, er kommt genau hierher, jetzt wo jetzt gerade der Geist rollert. Ah, nee, jetzt bist du. Was denn? Boing. Läuft der mit absolutem Bewegungssensor oder nur ab und zu aus Versehen? Also gehen wir jetzt nicht durch den Bewegungssensor. Kann das mit Absicht? Kann ich jetzt nicht ja, nein sagen. Wir gehen nicht durch. Nee, deswegen bleib ich stehen. Ich weiß auch nicht, hat er noch irgendwo einen? Hier wird doch ein Bewegungssensor eigentlich. Hier ist einer und hier drüben ist auch einer. Nee, hier drüben. Zwei. Den hat er hier entfernt. Hier wurde auch einer. Wo hat er denn noch einen angebracht? Warte mal, da drüben ist auf jeden Fall einer. Der da hinten ist da, den hat er hier entfernt. Ich guck nochmal zum Auto. Da war doch auch einer. Ja. Habt ihr auch so viel Spaß wie ich? Sekunde. Nee, bin ich mehr. Das ist ein cooles Gefühl zu leben. Ach, du Angeber. Soll ich auch mal probieren. Beim nächsten Mal, wenn ich Zeit hab. Nee, die Lichtschranken sind beide oben jetzt, Matze. Der eine ist links und der andere ist rechts. Jetzt steht er genau in der Matze steht, Dennis steht gerade an der einen. Okay. Müssen eigentlich raten, Rolle. Sonst haben wir gar keine Chance. Haben wir eigentlich den gleichen Skin? Nein, jeder hat einen anderen bei uns. Was hast du für einen? Oder was habe ich für einen? Du hast den blonden. Achso. Danke. Hat Dennis mir gerade einen Arsch fotografiert? Hast du einen hübschen Arsch? Haha. Unverschämt. Ich glaube, er wird jetzt raten und dann fertig machen. Na, wir müssen, wir können das nicht. Ich habe keine Ahnung, deswegen.
Aber er will bestimmt noch reingehen, der probiert's weiter. Wo bist du? Magst du mit mir spielen? Oh ja. Oh. Die bist du mal. Toten wollen ja nicht mehr. Ach, ich schon. Bist du da? Och, alter Roll, hat's mal. Ja, bin ich. Das war der Geistmatze. Alter. Ja, ja, klar, aber das ist der Geist, natürlich. Mhm. Also jetzt denken, wenn er weiter redet, wird, so wird sie bestimmt gleich kommen an der Stelle. Ich ist da. Hat doch gerade was gepoltert. Oh, was machen wir denn? Kann sich nur noch um 5 Stunden handeln. Die war doch gerade hier, hier musst du gerade was komm, gepoltert haben. Oder hast du was geworfen? Ich hab was gehört. Nein, ich hab was gehört. Hey, hier ist Holz. Ist irgendwelches Holz, was umfällt? Holz, was umfällt? Irgendwelches, es klang wie Holz, was fällt. Hast du schon mal jetzt nach deinem Slender geguckt? Nee, ob du den jetzt als Toter sehen kannst? Wahrscheinlich eher zu grau. Also ein graues. Steht ein bisschen weiter entfernt. Mhm. In den Bäumen versteckt. Na da. Ich glaube, als Geist siehst du den nicht mehr. So, ich guck mal zu Dennis. Wieder vor. 2 von 3 Hinweisen habe ich. 2 von 3 hat er schon. Welcher? Beweise gesagt. Welcher? Sprich mit uns. Es wäre halt cool, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit finden würdet, mir zu helfen. Ach! Aus dem Reich der Toten. Was machen wir denn die ganze Zeit? Bingo spielen. Wir hatten es ja probiert, aber wie soll ich denn was machen? Wie wollen wir ihn denn hinlocken? Ich hab doch schon mit Sachen werfen gemacht. Was soll ich denn sonst noch machen? Hat der Chat eine Idee? Was sollen wir machen, um Dennis zu sagen, wo es lang geht? Aber ich sehe auch nichts. Ich kann nur Sachen nehmen und werfen. Wenn ihr mit dem Geist interagieren könntet. Ja, das wäre cool. Später mal. Das wäre cool, aber gerade können wir es nicht. Ich würde dir hier gerne helfen. Achso, hey Rolle. Er sagt ja gerade, er würde gerne wollen, dass wir mit dem Geist. Ich halte so, dass ich hier gesehen habe, was der EMF gezeigt hat, welche Zahl oder welche Farbe. Das hätte ich vielleicht schon gelöst gehabt. Auch das kann ich nicht sagen. Weißt du, welche. Ne, ich hatte keine. Mein EMF-Reader hat nie ausgeschlagen. Nie. Also hast du auch keine Hinweise. So warte, du musst mal. Musst du mal warten, dass Dennis was sagt. Weil hier liegen die EMF-Reader, aber. Diesen. Ach so, er möchte, dass wir hier stehen bleiben und auf die EMF-Reader achten. Alles klar. Er hat sie aktiv hier hingelegt. Das hätte ich auch sagen können. Okay, ich gucke auf das. Ja, das hätte er sagen können. Ich habe den hier im Blick. Dann nicht den, wo ich auch bin, oder? Wir sind 2 nebeneinander. Natürlich doch. Wir sind 2 nebeneinander. Ja. Ich gucke auf den. Auf die, den mal Kruzifixe legen hier. Also, er hat alles um deine Leiche drapiert. Damit er mir hier nichts tun kann, der böse Geist. Aber du grad bauen musst. Das hast du weggenommen. Und okay, also haben wir jetzt auf jeden Fall, das ist ein Beweis, den wir haben. Was? Geisterbox. Was meint ihr? Geisterbox hat er. Run, hört, Geisterbox ist das. Okay. Aber sonst weiß ich jetzt halt nichts. Gib mir ein Zeichen. Ist auch nicht von Dennis. Ja. Hat sie du da irgendwas fest? Das sieht so komisch aus, wie du da hockst. Nee, ich hab gerade mein Dings in der Hand. Aha.
Was sagt gerade sein Dings in der Hand? Ich komme mir fast vor, als würde ich ein Tagebuch führen. Dann ist es Tagebuch. Der EMS-Leg schlägt nicht aus. Lol, er hat sogar beide Bücher geschrieben. Krass. Hat er beide Bücher geschrieben? Geisterbuch? Ja, Geisterbuch ist da. Geisterbuch, Geisterbox. Ich denke, ich soll die Runde vielleicht langsam beenden. Kannst du machen, wenn du meinst. Warte, ich geh mal durch. Ne? Werft einen Gegenstand nach mir, wenn ihr das auch so seht. Nur ohne die ganzen Haare. Ich tue mal, meinen Tipp jetzt noch abgeben und dann tue ich. Dann werde ich einfach mal losfahren. Und mich und sein. Ich hoffe, er informiert uns. Ich habe so eine Tendenz, wer es sein könnte. Mal schauen. Gibt er die Tendenz noch frei? Aber das ist schade, fand ich. Ich fand es irgendwie sehr schön ruhig. Haha, nächstes Mal meckert er wieder, das ist so langweilig. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich und wir hören uns gleich zumindest wieder. Man muss uns nicht sagen, was? Ich habe Poltergeist genommen. Gut, hier oben. Alter! Warum sagt ihr uns nichts? Ja. Keine Ahnung, er hat gesagt, er. Ach, der Junge. Junge! Dämon, sag das doch, Mann. Warum sagst du nicht, was du auswählst? Ja, weil es egal ist, weil ich keinen Beweis für irgendwas habe. Und was hast du jetzt gehabt? Was hast du ausgewählt? Ich habe nicht einen Dämon gewählt, weil ich habe nirgendwo Fingerabdrücke gewählt.